Mittwochmittag auf dem Gelände der Comatec GmbH in Kochstedt. Die Vorbereitungen für die Sprengung des alten 30 Meter hohen Schornsteins des Kochstedter Rohrwerks sind abgeschlossen. Der Sicherheitsbereich ist abgesperrt und dann... Nach wenigen Sekunden sind nur noch Tonnen von Bauschutt übrig, doch eine Fachfirma beginnt sofort mit der Beräumung der Fläche, sodass bald nichts mehr daran erinnern wird an die Sprengung des Schornsteins in Kochstedt.